Moin, hier ist Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen im Königreich England, genauer gesagt hier in Ostanglien bei unserem Sohn Gyrth, der ja zuletzt Probleme hatte, angegriffen worden ist von dem perversen Herzog aus Mercia. Ja, der eigentlich so ein bisschen unter den, ja, ich sag mal, unter dem Schutz unseres Königs stand. Also zumindest hat er ihn jetzt nicht groß angeprangert, ob seiner Perversion. Er hatte ihn natürlich in der Hand und hat das Druckmittel durchaus auch genutzt, um seinen Sohn zu unterstützen, um sicherzustellen, dass die Krone auch im Hause Wessex verbleibt, aber hätte jetzt eigentlich nichts weiter vorgehabt gegen diesen Herzog. Aber dieser Affront gegen die Krone, er hatte ja auch noch abgelehnt, den Krieg hier gegen unseren Sohn zu beenden, das hat dann einfach eine entsprechende Reaktion hervorgeworfen oder eine entsprechende Reaktion gefordert, die unser König gezeigt hat. Naja, also meistens wird er irgendwie zu diesen Kriegen gezwungen, ein Stück weit. So, der junge Mann ist aber auch schon 10 Jahre alt. Glücklicherweise. Ernsthaft? Er hat einen Quälgeist. Die Tochter des Herzogs von Cornwall. Vormund ist immer noch unser ehemaliger Ritter. Ich wollte nämlich gerade sagen, er ist 10 Jahre alt und es ist Zeit, hier seine Position nochmal im Königreich zu stärken. Und schaut euch, wen ich hier mir rausgesucht hatte. Eben diese Dame, Leoflet Svengs Dotter, von unserem Ratsverwalter und Ritter. Ja, der ein, ich würde schon auch sagen, durchaus Vertrauter unseres Königs ist, die Tochter. Und sie ist tatsächlich auch die erste und entsprechend damit älteste Tochter und auch Erbin, auch wenn hier seine Frau, die Herzogin, schwanger ist. Ja. Aber wie geht man jetzt damit um? Ich meine, unser König war eigentlich ganz froh, hier diese Partie gefunden zu haben, weil er dann eben. Ja, jetzt diplomatisch mit seiner Schüchternheit wird er jetzt nicht hier groß Gesandte überall an diverse Herzogshäuser oder Königshäuser auf dem Festland schicken. Das geht ja auch alles damit einher, dass man da hinreisen muss, persönlich mit den Leuten sprechen muss und dergleichen. Jetzt ist sie sein Quälgeist, aber ich denke, darüber werden die einfach hinwegsehen oder. Ich meine, die haben ja ihre Eltern in der Form auch nicht oder ihre Kinder nicht selbst erzogen. Ich weiß nicht, ob denen das insofern groß bewusst ist. Vielleicht sehen sie die beiden auch öfter zusammen und denken, ach Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut und haben überhaupt nicht mitbekommen, was da hinter den Kulissen passiert. Also von daher werden wir mal die Heirat arrangieren mit unserem Sohn. Und sie wollen nicht einmal, dass das eine matrilineare Heirat ist, gehen wohl sehr davon aus, dass da noch Söhne folgen, womit dann die Kinder der beiden eben auch in das Hause Wessex geboren werden. Also den Vorschlag werden wir abschicken und dann haben wir tatsächlich auch noch die Möglichkeit, und jetzt macht das natürlich auch mehr als Sinn, hier mit unserem Sohn, wo war es, ein Bündnis auszuhandeln. Och, ernsthaft. Manchmal muss ich ganz ehrlich gestehen, ein wenig verzweifle ich dann an den Mechaniken. Also er kämpft gerade für seinen Sohn in diesem Krieg. Es ist sein Sohn, er ist noch minderjährig. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Bündnis hier großdiplomatisch ausgehandelt werden müsste. Trotzdem würde das unserem König kritische Anspannung geben. Naja, er kann aber auch mit seiner Vertrauensperson seiner Königin nochmal sprechen. Ich denke, das wird er dann tun. Sich mit ihr einfach nochmal austauschen. 26 Anspannung verliert er. Und dann hat er da, sehen wir es mal so, vielleicht den Mut gesammelt. Er wird jetzt ja vielleicht auch mit seinem Sohn nicht persönlich und direkt verhandeln müssen, aber dann irgendwie in Austausch mit seinen Verwaltern, Rittern und dergleichen gehen müssen. Und werden dann dieses Bündnis hier entsprechend, na, wo wollen wir hin? Hier. Das dann entsprechend mal so festlegen. Gut, und ansonsten haben wir hier zuletzt eine erfolgreiche Schlacht geschlagen. Sind jetzt im Moment gut versorgt, aber verlieren auch wieder
Versorgung. Wir schauen mal, was sind denn noch seine eigenen Besitztümer? Dort und dort. Können wir nach Leicestershire ziehen? Ohne Zermürbung? Ja, können wir. Und können dann da nochmal belagern. So, wunderbar. Das Bündnis ist jetzt soweit festgelegt. Und auch diese Heirat ist jetzt. Wir haben einen weiteren Gast, ja, mit dem wir uns aber auch nicht weiter auseinandersetzen werden. So, und ein Gefangener ist noch in Kerker gestorben. Oh, das ist natürlich dann nochmal der Hinweis, dass man dort nochmal schauen sollte. Seit 15 Monaten diese Dame. Ja, rekrutieren wird unser König sie nicht wollen, bekehren auch nicht. Ich denke, solange dieser Krieg noch läuft, gibt es eigentlich auch keinen Grund, sie freizulassen. Ja, sie sind jetzt nicht relevant für den Krieg, aber jetzt Kriegsgefangene hier freizulassen, während unser Verbündeter hier noch im Krieg ist, finde ich auch eher unpassend. Er sollte mal mit seiner Zermürbung aufpassen. Er soll mal hier nicht unsere Männer so aufreiben. Wo will er denn hin? Was macht er denn? Tja, so können wir die nicht weiter zur Verfügung stellen. Wenn du dir hier verhungern lässt, dann müssen wir sie zurückbeordern. So, die wollen jetzt wahrscheinlich hier wieder eine Schlacht suchen. Wir werden das mal so machen, dass wir hier Belagerer zurückgelassen werden. 700 Mann, ihr seid auch nur Aufgebote. Ihr bekommt dann jemand an die Hand, der belagern kann. Dann müssen wir gleich einmal durchtauschen. Mit denen werden wir marschieren. Unser König wird dann entsprechend Verteidigung einer Furt haben sie hier. Ja, das muss ja nicht sein. Vielleicht, hopp. Hier können wir da auch anders marschieren. Das sieht doch besser aus. Und dann kann hier unser Sohn auch gerne zur Unterstützung mit in die Schlacht kommen. Schauen mal gerade, wo unsere. Seid ihr schon auf dem Wasser? Nee, ihr seid hier noch quasi am Verhungern. Aber ihr seid auf dem richtigen Weg. Okay, gut. Dann wird es jetzt hier zum nächsten Gefecht kommen. Vielleicht können wir hier den Herzog auch gefangen nehmen. Ernsthaft, er hat jetzt ein Bündnis hier mit dem Herzog von Northumbria geschlossen. Ja, der soll mal überlegen, mit wem er hier, an wessen Seite er in den Krieg geht. Ja, jetzt, wir müssen natürlich mal aufpassen hier. Die Armeen unserer Verbündeten werden uns hier echt als feindlich angezeigt, weil sie den gleichen Kriegsgegner haben. Den dürfen wir natürlich wirklich nicht über den Weg laufen. So, was macht die Versorgung? Oh, hier 6000. Da werden wir dann mal hier hinziehen. Wir müssen natürlich mit unseren 700, wobei das ist natürlich eigentlich auch eine bescheuerte Idee. Wir müssen natürlich mit unseren 700 Belagerern hier aufpassen. Die müssen natürlich so ein bisschen gedeckt werden. So, und unsere Tochter, seine Schwester, möchte er jetzt zu sich an den Hof einladen. Ja, ich denke, das ist eine Sache, die wir durchaus mal machen können. Zuletzt hat unser König das immer abgelehnt, aber in diesem Fall, denke ich, macht das durchaus Sinn. So, wo sind denn unsere armen Männer hier?
Frankreich haben wir auch so schon erfolgreich belagert. So, kommt uns bloß nicht in die Quere hier. Sehr gut, und damit sind wir bei 83%. So, seine Besitztümer. Dazu gehörte noch hier Hereford. Dann werden wir mit unseren Belagerern hier runterziehen. Und mit dieser Kampfarmee dann wieder eine weitere Schlacht suchen. Waldverteidigung hat er jetzt. Ja, aber da sind wir dennoch so überlegen. Ich denke, das können wir wagen. Weil er sich jetzt zurückzieht. Dann können wir ihn auch hier angreifen. Und unsere Nichte ist gestorben. Ja, die nach Antritt der Regentschaft unseres König Harkon durch widrige Umstände, wollen wir es mal so sagen, am Ende des Tages seine Rivalin geworden ist. Tja. An Altersschwäche ist sie gestorben mit 64 am Ende des Tages. Und unsere Tochter ist auch zurück vom Besuch ihres Bruders. So, das Ganze ist hier wieder sehr eindeutig. Sehr, sehr gut. Damit haben wir diesen Krieg tatsächlich beenden können. Wir werden diese Forderung erzwingen und der Herzog wird damit eingekerkert. So sei es. Tja, und jetzt denke ich, gibt es hier nicht allzu viele Möglichkeiten, wie unser König damit umgehen kann. Er hat wahrscheinlich immer noch die Möglichkeit, ihm die Titel abzuerkennen. Mercia geht nicht. Jetzt ist die Frage, warum? Weil er noch in diesem anderen Krieg ist. Das müssen wir abwarten. Wahrscheinlich geht das deshalb nicht, weil er in diesem anderen Krieg hier ist. Das wird aber nicht lange dauern, dann wird er den wahrscheinlich auch verloren haben. Und ja, ich denke, das wird unser König einfach abwarten und dann entsprechend agieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit dem Krieg unseres Verbündeten weiter um? Ich denke, wir können mit unserer Armee mal hier runter marschieren, damit die Versorgung aufnehmen können. Die schauen wir uns mal genauer an. Und werden hier mal ein paar Aufgebote, denke ich, abteilen, bis wir genau hier so ungefähr bei 200 Mann sind. Die werden wir auflösen und mit dem Rest marschieren wir dann auch hier runter. So, wir haben jetzt hier schon eine Belagerung gewonnen. 27%. Ja, aber das wird sich jetzt schnell ändern. Hier warten wir die maximale Versorgung ab. Oh, ernsthaft? Er hat hier den Krieg verloren. Ist dasselbe Haus, interessanterweise. Ach, hier. Oh, diesen Krieg, ehrlicherweise, habe ich gar nicht mitbekommen. Der Häuptling von Desmond hatte den Krieg um das Erltum der inneren Fythereia, hier der Hebriden, glaube ich, so heißt es heute, gewonnen. Und er ist ein Vasall des irischen Königs.
Oh, schaut euch ihn an. Hinterlistig, zynisch, immerhin demütig und paranoid. Mai, oh mai, oh mai. Das ist auch eine Kombination. Hier gibt es ein Kind, aber das ist das Kind mit seiner Erzzeugwartin. Und er hat tatsächlich mit seiner Frau, wie wir es damals prognostiziert und vorausgesagt haben, keine weiteren Kinder bekommen. Und Haupterbe ist damit sein jüngerer Bruder, der aber, ich meine, ein Vasall im Königreich Schottland ist, ja. Also hier zwischen Irland und Schottland, das bleibt auch weiterhin interessant. Aber Irland jetzt mit 5000 Mann gegenüber 2000, gut, die kann er noch wieder ein bisschen aufstocken. Gut, 1000 Mann davon sind auch Söldner. Irland hier das mächtigere Nachbarreich, würde ich sagen. So, wie sieht es hier aus? Er belagert weiter erfolgreich. Und die schaffen es auch positiverweise, sich jetzt hier nicht zu extrem gegenseitig zu behindern. Wo ist er mit seinen Mannen? Lange nicht mehr gesehen. Okay. Was macht unsere Versorgung? 85. Wir warten nochmal ab, bis die hier wieder maximiert sind. Das dürfte jetzt jederzeit der Fall sein. Ja, 94. Ich denke, das ist in Ordnung. Marschiert ihr mal hier rüber, dass wir die Armee wieder zusammenfassen können und dann werden wir unseren Ratsmarschall hier auswählen. Unser König kann Hof halten, weil er zurück am Hof wäre, aber das wollen wir jetzt nicht tun. Ja, und dann können wir doch vielleicht am besten tatsächlich unterstützen. Können wir nicht noch weiter segeln? Aber wir können dieses Gewässer nicht überqueren. 43 Verluste. Das ist, glaube ich, vertretbar. Dann können wir uns, denke ich, auf den Weg machen, hier mal die Hauptstadt zu belagern. Und die Königin ist besorgt über den Verlauf des Krieges. Naja, ich glaube, das braucht sie nicht. Und sie hat ihre Schatzkammer, hallo, welche ja gleichzeitig unsere ist wahrscheinlich. Aber sie unterstützt uns. Wir verlieren Anspannung und erhalten einiges an Gold für die Kriegskasse. Aber ich denke, das wird unser König jetzt, so wie er zuletzt auch gehandelt hat, gleich wieder auch ein Stück weit reinvestieren wollen. Ihn lassen wir nochmal angepinnt, dass wir vielleicht mitbekommen, wenn er diesen Krieg beendet hat. Wo befindet er sich denn? Im Kerker oder im Hausarrest? In Hausarrest, okay, gut. Dann ist die Gefahr nicht ganz so groß, dass er uns wegstirbt. Ich wollte aber nochmal darauf hinaus, dass unser König hier sinnvoll, ich denke, weiter wird investieren wollen. Das geht natürlich noch nicht, ne? Ne, dafür braucht man noch diverse Innovationen. Aber ich denke, dann hier in die Kasernen zu investieren, dann hier auch Aufmarschgelände zu errichten, indem wir ein großes Arenal von sämtlichen Hindernissen befreien, können wir unsere Truppen zum Zwecke der Unterteilung in Einheiten an einem Ort gesammelt mustern. Die guten Sichtverhältnisse machen es zudem leichter, Fahnenflüchtige zu erspähen. Na gut. Darin wird mal investiert. Aber Stichwort Innovationen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? 34 Jahre. Mei, oh mei, so richtig fix geht das nicht voran. 5 Jahre immerhin die öffentlichen Bauarbeiten. Dann erreichen Gemeinden den Malus für maximale Entwicklung bei 20. Können wir mal zwischenzeitlich auf die Entwicklung schauen? 13, okay, da sind wir aber noch weit, weit von weg. Aber Hampshire ist durchaus, wenn wir zumindest hier mal so unsere Inseln anschauen und uns unsere schottischen und irischen Nachbarn anschauen, durchaus weit entwickelt, kommt natürlich an solche Regionen hier. 29, schaut euch das an. Niemals heran. Genauso Cordoba, wo wir auf dem Weg sind und ja,
das sind natürlich die großen Zentren. Apropos Zentren, wir sind ja überhaupt nicht darüber informiert worden, aber dieser Kreuzzug ist natürlich auch ein weiteres Mal gescheitert, so wie es unser König irgendwie, zynisch wie er ist, erwartet und vorhergesagt hat. So, hier wird jetzt weiter belagert, das ist gut, während er hier belagert, was nicht so gut ist. Und ein weiter Lebenswandelvorzug. Können wir wählen? Ja, da müssen Sie natürlich aufpassen. 8 Monate, 6 Monate. Sie sind deutlich schneller, aber da sollten Sie achtsam sein, wenn hier der Falsche gefangen gerät. Und es gibt eine strategische Sackgasse. Da meldet er sich, der Herzog Sigerik. Er ist 15. Ich sitze mit Herzog Alfred und Herzog Sigerik am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Alfred schlägt mit der Faust auf den Tisch und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff auf den Feind durchführen und ihn mit der schieren Größe unserer Armeen zermalmen sollten. Sigerik jedoch erklärt, dass wir beobachten müssen, was unsere Feinde tun, um dann entsprechend reagieren zu können. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Ja, ich denke, aufgrund der Fähigkeiten als Krieger, als Heerführer, weiß unser König hier durchaus, wie sich das Ganze kombinieren lässt. So, wo segeln wir? Jemand weiteres ist im Kerker gestorben. Wir segeln nicht nur, wir marschieren, und zwar marschieren wir jetzt hier auf die Stadt und würden sie in 9 Monaten erobern. Ei! Und jetzt sind sie doch hier oben und wollen eine Schlacht schlagen. Und eine Jagd kann wieder veranstaltet werden, aber das ist jetzt wahrscheinlich. Eieiei. Jetzt kommt es hier doch zur Schlacht. Oh nein! Und es ist wirklich passiert. Unser Sohn ist hier gefangen genommen. Das gibt es doch nicht. Damit ist dieser Krieg hier verloren. Aber es ging am Ende des Tages nur um Cambridgeshire. Das ist schmerzhaft, aber ich denke unproblematisch. Ärgerlicher ist eher diese Niederlage. Warum ist das Bündnis ausgelaufen? Was ist mit unserem Sohn? So, dieser Krieg ist jetzt beendet. Eins nach dem anderen. Genau, schaut mal. Jetzt können wir das alles ihm aberkennen. Leider Cambridgeshire nicht. Aber dann werden wir hier das nehmen, was möglich ist. Und so ist es. Im Kerker wird er bleiben. Ups. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie gehen wir hiermit um? Wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, mit ihm noch was zu verhandeln. Wir können ihn immer noch verbannen. Das hat unser König schon mal gemacht. Damit müsste dann hier seine Tochter erben. Wirklich eher unbedeutend ist. Ja, ich denke, das ist das, was unser König tun sollte. Wir werden das mal entsprechend anfragen. So ist es. Und damit ist er aus dem Reich verbannt. Wir haben Anspannung verloren. Er ist nicht mehr unser Rivale.
weil er Titel verloren hat. Okay. Gut, unser Rivale ist er dennoch geblieben. Dann ist jetzt jemand hier, der uns huldigen möchte. Der Earl von Staffordshire. Ja, das werden wir entsprechend abhandeln, wie es unser König tut nach dem Kniefall des Earls. Und dann werden wir uns aber hier Folgendes anschauen. Was ist mehr die Dame? Die sind noch aus dem anderen Krieg. Ja, die werden dann erst einmal bleiben. Und unser König hat jetzt natürlich hier zu viele Herzogtümer. Darum werden wir uns kümmern müssen und wir werden hier auf unseren Sohn schauen. Nee, Moment, das war ja gar nicht. Das waren. Ist er gestorben? Er ist gestorben. Er wurde von dem Scheichen hier in der Schlacht erschlagen. Der Prinz. In dieser Schlacht hier, die unser Verbündeter verloren hat, hier ist er erschlagen worden, sein Sohn. Er hat natürlich noch jüngere Söhne hier, aber dieser junge Mann ist ein Bastard. Und damit auch nicht erbberechtigt, oder? Mein Gott, hier, der Liederliche. Hat er auch noch eigene Töchter mit seiner Frau? Nein. Das sind alles Bastards, die er hier hast. Bastarde. Ja, schwierig. Dann gibt es hier im Moment keine Möglichkeit. Ich denke, das kommt nicht in Frage. Hier jetzt die Tochter mit dem Bastard. Oder ich hatte kurz überlegt, unser König ist hier durchaus ganz gut ausgestattet, auch mit den mit seinen Söhnen. Aber dann werden wir uns um sie hier nochmal kümmern müssen. Zwei Kinder hatten sie schon miteinander. Wird sie zu uns zurück an den Hof kommen? Wir holen unsere Tochter zurück an den Hof und erhalten Anspannung, weil wir schüchtern sind. Wir werden sie uns erstmal markieren. Denn ich denke, da wird unser König sich natürlich drum kümmern müssen, um seine Tochter. Ebenso wird er sich hier um diese Belagerung weiter kümmern müssen, die aber gut voranschreitet, auch wenn wir hier eine ärgerliche Niederlage hinnehmen mussten. Dann kann ein weiteres Dynastievermächtnis gewählt werden. Und hier gibt es auch noch einiges zu tun, was wir uns anschauen müssen. Wobei eine Sache, die wir uns anschauen sollten. Wir können jetzt diese Gräfin hier wieder an unseren Sohn übertragen, womit er dann sozusagen seine rechtmäßigen Ländereien zurückerhält. Und das sollten wir zum Abschluss, denn ich denke, gegen sie haben wir nichts in der Hand. Nein, aber wir werden sie hier übertragen, womit dann unser Sohn seine rechtmäßigen Ländereien zurückerhält. Und wir können auch diesen Earl hier übertragen an den Herzog von Lancaster. Ich denke, auch das wird unser König tun. Je mehr oder je weniger direkte Vasallen er hat, desto mehr entspricht das seinem schüchternen Naturell. Und auch diese Gräfin können wir entsprechend an den Herzog Sigerik, der jetzt 16 Jahre alt geworden ist, übertragen und damit ist dann insgesamt auch Mercia so ein klein wenig wieder beschnitten, wenn man so sagen will, in seine etwas ursprünglicheren Ausmaße. Gut, in der nächsten Folge wird unser König noch einiges zu tun haben, das dann aber nicht mehr heute. Also, bis zur nächsten Folge, macht es gut, euer Henri.